Hallo und herzlich willkommen zu Isaac and his mother. At Isaac. Kennt ihr noch Binding of Isaac Afterbirth? Das ist momentan mein absolutes Lieblings-Einschlaf-Let's Play. Ich gucke das bei diversen Streamern und Let's Playern. Und ich wollte selber einfach mal wieder ein bisschen Isaac spielen. Also habe ich gedacht, ich kram mal mein Binding of Isaac wieder aus und wir laden mal einen alten Spielstand. Schauen uns mal an, was mir eigentlich noch gefehlt hat bei The Binding of Isaac Afterbirth. Und vor allen Dingen ein ganz wichtiger Punkt, kann ich es noch spielen? Es ist ewig her. Wahrscheinlich nicht, so wie ich mich kenne. Ich bin Platinum Gott, ihr seht, ich bin nicht sonderlich weit. Und Mann, bin ich schlecht mit The Lost. Ich meine, da sind zwar schon irgendwelche Marks und ich hätte mit The Lost angeblich schon Dinge getan, wie zum Beispiel den Boss Rush geschafft, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal gemacht habe. Ich bin deswegen nicht sicher, inwieweit diese Symbole so wirklich stimmen, die ich hier habe. Aber wir werden dann wohl doch einfach mal diese Dinge machen, die mir noch fehlen. Allerdings, bevor wir jetzt mit The Lost anfangen, mit Eve fehlt noch einiges. Mit Eve fehlt mir... Gott, was war das... The Lamp. Wir müssen das Negativ mitnehmen und The Lamp machen und Megastan. Und eigentlich müssen wir auch diesen furchtbaren, blöden Hasch machen. Also wir könnten ja erstmal gucken, dass wir mit Eve to The Lamp kommen. Und schauen, wie sich das entwickelt. Was meint ihr? Seid ihr bereit? Binding of Isaac? Oh, so lange ist es her. Burning Basement. Ja gut, dann... Oh toll, gleich mal Glutoni. Alter, das erträgst du ja nicht. Das erträgst du ja nicht. Von der langsamen. Kann der Vogel. Vogel, tu was. Vogel. Hallo, Vogel. Naja, das hat nicht so viel gebracht, aber gut. Damit wäre unser Leben in Anführungsstrichen wieder so weit voll, dass wir keinen Schaden machen. Binding of Isaac, wer kennt es nicht? Schreibt es mal in die Kommentare, ist das neu für euch? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, das sollte doch eigentlich an keinem meiner Zuschauer vorbeigegangen sein. Es ist ein Dungeon-Scroller, Roguelike-Indie-Spiel. Wir haben verschiedene Charaktere, die haben verschiedene Items, verschiedene Fähigkeiten und mit denen müssen wir von Ebene zu Ebene kommen und wir finden immer mehr Items, immer mehr Gegenstände, die uns helfen können. Dieses weiße halbe Herzchen dort oben zum Beispiel. Okay... Dann habe ich ein Double-Shoot-Buddy. Das ist in Ordnung. Dieses kleine weiße Herzchen zum Beispiel, was wir eingesammelt haben, fängt einen Hit ab. Oder wenn wir es mit zur nächsten Ebene nehmen oder noch ein halbes weißes Herzchen finden würden, dann würden wir ein ganzes rotes Herz dazu bekommen. Ansonsten ist halt klar, Herzen können wir wieder auffüllen. Zum gewissen Maß zumindest. Nicht jede Art von Herz lässt sich auffüllen. Manche addieren sich dazu. Man hat Bomben. Man hat Geld. Man hat Schlüssel. Und kriegt nichts gedroppt. Ah, hier das Feuer, das können wir noch wegmachen. Und manchmal auch Hilfe von kleinen Gefährten, die auf einen aufpassen oder einen umbringen wollen, je nachdem. Oh Gott, das ist ja... Ich weiß nicht, was meine eigenen, teilweise nicht, was meine eigenen Tränen sind und was deren Tränen sind, weil rot ist rot. Ah, ein bisschen sehr knapp jetzt hier. Sehr gut. Ich kann es noch so ein bisschen, ich sehe es gerade. So ein bisschen Binding of Isaac kriege ich noch hin. Wenn was treffen würde. Oh Gott. Chill. Wow. Wow. Okay, den hätte ich. Wow. Puh. Tja, und wenn man stirbt und man hat nicht gerade irgendwie so ein Lebensupgrade bekommen, dann muss man wieder von vorne anfangen. Das ist halt auch die ganze Schwierigkeit hiervon. Das macht es halt auch so spannend. Man weiß auch nie, was für ein Run dabei rumkommt. Was für Items bekomme ich? Was für Items kann ich kombinieren? Die Items haben Synergien. Die haben tatsächlich Kombinationen. Verschiedene Items arbeiten miteinander. Es gibt ein paar OP-Items. Man will, wenn es geht, zum Beispiel ab der zweiten Ebene keinen roten Herzchen Schaden nehmen, weil man dann damit die Vorsicht, Möglichkeit hat, zum Beispiel einen Deal mit Satan zu bekommen, einen Devil-Deal, einen sogenannten. Und also lustige Dinge. Ich habe ewig die Binding of Isaac-Musik nicht mehr so laut auf meinen Ohren gehabt. Das ist schon eine ganze Weile her. Sonst spiele ich Binding of Isaac immer mit anderer Musik im Hintergrund. Irgendwann machen wir das auch mal wieder.
Noch ein Schlüssel, sehr schön. Und die Feuer weih nicht aus, weil unter diesen Feuern könnten sich Sachen verbergen. Es gibt spezielle Steine, bei denen sich bestimmte Dinge verbergen, wie zum Beispiel Herzchenschlüssel. Da vorne einer, wollte ich sagen, hier. Kann ich mal aufmachen gerade. Da ist zum Beispiel ein Schlüssel und ein Soul Heart mit drin. Ein blaues Herzchen. Und dieses blaue Herzchen addiert sich zu unseren Herzchen dazu, aber man kann es auch nicht mehr wieder auffüllen, es sei denn, man findet nochmal ein blaues Herzchen oder ein schwarzes Herzchen. Aber ansonsten haben wir jetzt schon mal ein blaues Herzchen. Das war dumm von mir, ich hätte es nicht aufheben sollen. Naja. Warum nicht? Weil ich kann jetzt das halt wieder verlieren und dann habe ich auf der nächsten Ebene keins. Und ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich keinen roten Herzchenschaden nehmen, damit ich vielleicht einen Teufelsdeal kriege. Wir wollen ja eh nach unten in die Hölle, also wer weiß. Brauchen auf jeden Fall ein gutes Pack an Items, um The Lamp zu schaffen. Und man muss sich später entscheiden, wo man lang gehen will, ob man in den Himmel oder in die Hölle quasi will. Und naja. Ich habe keine Bombe mehr, ich kann nach keinen Geheimräumen suchen. Ich denke, wir haben es soweit durch. Einige Schlüssel haben wir gesammelt. Okay, was wird es? Little Horn. You're so horny, horny, horny. Oh Gott, das kann ja ewig dauern. Du, der blöde Lochtyp. Oh Mann, echt. Du Arschloch. Haha, Arschloch, versteht ihr, macht lauter Löcher und... Naja, okay. Spuckt doch noch diese Bälle aus und... Die Schaden machen wir ja nicht jetzt. Wow, hey! Tu dein Poloch nicht auf mich werfen. Da kannst du schön selber reinkriechen. Ich kriech dir nicht in den Arsch. Nein. Nein. Also, wenn man so viel geraucht hat, ne? Dass da so ein Teerballen rausgeschwebt kommt. Wie wir Sorgen machen. So, ein bisschen... Bisschen Damage mal auf den geben. Ihr seht unten die Livebar. Sie geht langsam runter. Wir sind schwach. Schon wieder so eine Kugel. Nein, nein, nicht zwei Kugeln. Nein. Alter, sag mal, Raucherhusten ist nicht gesund, Bro. Wow, hey. Also das mit dem Triple-Arschloch musst du dir jetzt mal ein bisschen... Das ist ja wohl nicht mehr schön. Jetzt reicht's aber. Komm, weg mit dir. Plazenta. Mit Regeneration. Das ist eigentlich total kacke. Weil Eve wird stärker, wenn sie nur ein Herzchen hat. Und Regeneration sorgt dafür, dass man halt immer wieder rote Herzen regeneriert. Wir müssen also diese roten Herzen loswerden in den Devil Deal. Ansonsten haben wir gar keine Chance. Ansonsten ist das alles scheiße. Und der hat einen kleinen Schniepel und der ist abgefallen. Das ist auch nicht gut. Das ist nicht unser Problem. Ja, noch mehr rote Herzen. Super. Erinnert euch, wir wollten keinen roten Herzchenschaden nehmen, deswegen versuchen wir jetzt unser blaues Herz, das da ganz vorne steht, zu beschützen. Und wenn ihr jetzt denkt, so, oh, die Gegner, das sind ja alles so viele unterschiedliche Viecher, man lernt mit der Zeit, was die alles können. Und dann ist es auch nicht mehr so schwierig. Tatsächlich. Es ist halt erstmal, dass man wirklich lernen muss, was die alle können. Und seht ihr, das war die Plazenta, die hat sich jetzt gerade schön hochgeheilt. Großartig. Lecker Plazenta, ne? Wer futtert die nicht gerne, um sich zu heilen? Kann man ja mal machen. Gott. Ey, also, ich so Fliegen im Schädel hätte, ne? Würde ich mal zum Arzt gehen. Ey. Ja, voll nicht. Das ist ja in der Kopf platzt. Oh nein, es ist Raging Shit. Oh, ich bin glückliche Kacke. Es könnte auch Schokoladenmus sein, aber ich glaube immer noch, es sind Kackhäufchen und Fürze. Oder ist es so Bröckelkacki? So, wenn man so zu viele, wow, das war knapp, Ballaststoffe zu sich genommen hat. Ne, das könnte auch sein. Wobei es ja, hat ja so einen schönen Kringel richtig. Also, ist ja richtig hübsch. Auch die kleinen Pfützchen. Ihr seht seltsam aus. Ich habe keine Definition für eure Art von Kack. Oh, eine Karte. The Fool. Das ist cool, das nehmen wir mit. Ich gehe nicht in den blöden Raum da. Ich weine jetzt noch mit meinen Tränen, mit meinen blutigen Tränen die Scheiße weg. So macht man das Bad wirklich sauber. Einfach weinen, weil man es nicht fertig gebracht hat, es zu putzen. Das Salz tilgt das dann alles. Wahlweise kann man auch ein bisschen League of Legends spielen und das dann ins Badezimmer kippen. So, weg damit euch, weg. Stinkt. So viele Bomben. Wie komme ich denn zu dem Glück? Da möchte ich jetzt nicht dran spielen. Der kann Gegner rerollen, ne? Rerolls Enemies. Lieber nicht. Da kann auch was bei rumkommen, was keinen Spaß... Nein! Nein!
Ich hoffe, ich kriege daraus jetzt wieder ein... Oh, Schere. Ein paar blaue Herzen. Das ist gut. Die Schere ist ein Trinket. Und ich glaube, ich kann damit irgendwie Bomben... Lunden abschneiden. Und ich weiß gar nicht mehr, was es genau gemacht hat. Irgendwie konnte ich damit Trollbomben aufheben oder sowas. Kein Plan. Ich nehme es auf jeden Fall mal mit, weil ich es kann. Was bist du denn? Wheel of Fortune. Das ist ja ein super Platz da oben, Baby. Stipp. Ja, toll, noch mehr davon. Gucken wir, was es im Shop gibt. Hourglass. Das würde ich ja mitnehmen, ne? Wenn ich Geld hätte. Ich kann ja den Dude hier sprengen und krieg ein bisschen was aus meinem Automaten, den ich gerade wieder angefangen habe zu füllen. Ach, zwei noch. Ich bräuchte noch zweimal Geld, bitte. Ich hätte gerne zweimal Geld. Wäre das machbar? Zweimal Geld wäre schön, ja. Irgendeiner hier so Geld? Ja, auch wenig Geld hier in dem Run, muss man ja sagen. Glückliche kleine Scheiße. Happy little shit. Let's draw some happy little shits. Wir könnten höchstens den Automat da oben noch sprengen und hoffen, dass da was drin ist. Ich meine, hier war ja auch noch einer, ne? Und den Geheimraum gefunden. Ich hatte mir sowas fast gedacht. Hier, mein Freund. Oh, so kann ich dich nicht sprengen. Na gut, dann machen wir es so. Nix. Na toll. Dann kaufe ich mir jetzt aber die so Howling Hourglass. Das setzt quasi die Zeit zurück. Ich kann Sachen einsammeln. Wartet mal. Ich lese euch mal das Original vor. Ich lese euch das mal, ehe ich wieder Schwachsinn erzähle. Da kommen die Leute wieder. Nee, das ist nicht, was du da laberst. Ja, alles Quatsch. Wo gab's denn hier? Gab's doch dieses. Es gab doch hier dieses Wiki dazu. Hourglass. Wo haben wir dich denn? Du bist so cyanfarben, da musst du ja irgendwo da zwischen den Items sein. Sind da alle Items drin? Trinkets, Cards? Ja. Item Pool. Da ist es. When used, this item will rewind the time and put you back to the previous room. Soll heißen, wenn ich irgendwie Schaden genommen habe oder Items eingesammelt habe, dann setzt das Ding mich wieder zurück auf den Zustand vorher. Es schmeißt mich wieder aus dem Raum raus und alles ist quasi, als wäre das nie passiert. Als wäre das alles nie passiert. Hallo, oh Gott. Ja, das ist auch. Das ist ja schön. Okay, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zu viel Schaden nehme und total verkacke, könnte ich zum Beispiel einfach die Zeit zurücksetzen und könnte das Ganze nochmal machen. Aber es sieht ja ganz gut aus. Also Vogel macht das ganz hervorragend. Den ordentlich weggevögelt, aber richtig heftig. Ich kriege auch einen Devil Deal und ich nehme auch den Tears Up Shoot Speed Down. Ja, das ist aber kein Problem. Little Bum. Du gibst mir ab und zu, wenn du Herzen einsammelst, andere coole Sachen. Ich nehme dich mal mit, mein kleiner Bum-Friend. Weil ich will eh auf Devil Deals gehen und habe keine andere Wahl. Wir zum Beispiel, jetzt hat er hier das rote Herz eingesammelt. Wir könnten jetzt mal in den Zacki-Zacki-Raum da oben gehen und schauen, ob dort was Tolles drin ist. Wenn nichts Tolles drin ist, können wir unser Hourglass nutzen und wieder rausspringen, ohne dass uns irgendwas Böses passiert ist. Ist das nicht praktisch? Also, wir gehen jetzt hier rein, wir kriegen jetzt dann Schaden. Oder es passiert so eine Scheiße. Das geht natürlich auch. Moment, wenn ich das jetzt einsetze, lande ich hier. Alles klar. Gut, dann kann ich auch wieder hier rausgehen. Das hat sich ja jetzt... Das war jetzt ja super toll. Das hat sich richtig gelohnt. Ja, das war richtig gut. Aber wir können wenigstens mit dem Hourglass jetzt dafür sorgen, dass wir keinen Red Heart Schaden bekommen. Und du gibst mir einfach auch mal einen Solar. Das ist nett, weil du das rote Herz eingesammelt hast.
Also wir können quasi die Zeit zurücksetzen. Ich glaube, das zählt nicht, wenn man da roten Herzschaden bekommt und die Zeit zurücksetzt, zählt das nicht und man verliert sein Devil Deal nicht. Bin mir nicht sicher. Es könnte, es müsste nicht, es kann sein, das müsste nicht. Ich steht hier nicht. Es steht hier nicht. Das nehme ich. Bobs Brain nehme ich nicht. Das hier, wenn ich damit Gegner töte, habe ich, beziehungsweise nee, wenn ich Gegner treffe alleine, habe ich die Chance, dass da Geld rauskommt. Solche Gegner sind da. Theoretisch kann ich an diesen Gegnern unendlich viel Geld generieren, weil die ja sich immer wieder aufbauen und ich einfach dauerhaft auf die schießen kann. Immer wieder und immer wieder. Und das ist nicht sonderlich schwierig. Und irgendwann würde dann halt genügend Geld am Boden liegen und ich könnte mir denken, oh geil, so viel Money. Ach, ist doch schön. Jetzt habe ich fast an Bobs Brain gerannt. Ne, also könnte man jetzt machen, ist aber langweilig. Wenn man jetzt einen Game Break machen will, es ist ja fast schon ein Game Break, kann man das natürlich tun. Wir kriegen auf jeden Fall so ein bisschen mehr Geld zusammen. Das ist schön. Das mag ich. Dizzy ist schön. Jetzt geh mal weg, du Komischer. Was ist mit deinen Augen los? Was ist mit deinem Mund los? Wenn dein Mund schon so lang gezogen ist, wo ist dann, was ist mit deiner Nase passiert? War das ein fliegender, verrotteter Michael Jackson-Kopf? War der jetzt zu böse? War der zu böse? War der zu böse? Nein? Nein? Darf man das schon machen? Darf man. Nee, Witze über Tote sind nicht lustig, ne? Challenge-Räume sind ja immer so lustig. Nee. Weg mit dem, weg mit dir. Hör auf, nicht diese diagonal schießenden Maden. Die mag keiner. Die Maden mag keiner. Hör auf, die raus zu. Alter. Ich glaube, es hakt jetzt. Hier kommt da runter. Ja, komm. Ist gut. Alter, nicht noch mehr davon. Nein. Alter, die spucken die aus, als gäbe es kein Morgen. Vorsicht. Vorsicht, hyperaggressive Killormaden. Die diagonales Blut verspritzen. Jetzt bin ich fast reingelaufen. Ich habe es gesehen. Ich habe jetzt überall Geld verteilt auf dem Boden. Überall zerstörte Münzen. Oh Gott, das sind noch mehr davon. Aha. Ich könnte jetzt auch sagen, tschüss. Ich glaube nicht, dass der Raum uns je irgendwas bringt. Wir müssen uns nur merken, dass der Raum halt uns eventuell nichts bringt. Ah! Ich hasse Spinnen! Die haben mir bis jetzt jeden Lost Run versaut! Ich könnte jetzt, hätte jetzt auch sagen können, ich versetze die Zeit zurück. Das gebe ich mir nicht. Aber das Spinnen sind, ich weiß, dass ich beim nächsten Mal von ihnen auch wieder getroffen werde. Okay, das Knicken. Diese verdammtes random Laufmuster, ne? So als gäbe es nichts Besseres, Mann. Oh nein, fliegende Arschlöcher! Mit ganz krassen Hämorrhoiden. Ah, und sie haben überall Haare dran. Rasier dir mal dein Poloch. Wobei, das muss man ja nicht. Also, das ist ja auch jetzt hier, um mal ganz korrekt zu sein. Ne, immer dieses, man darf nur so Haare haben, ist ja auch nicht schön in unserer Gesellschaft. Da fühlt mancher Affe sich ja. Ah, was? Ah, da war das jetzt irgendwie, war das jetzt beleidigend? Ich redete jetzt von echten Affen. Ich meine jetzt nicht Menschen, die irgendwie so behaart sind, dass man sie Affen nennt, sondern ich redete jetzt von echten. Versteht ihr? Also da fühlt sich ja dann so mancher, das sollte ein Witz werden, das war politisch unkorrekt. Jetzt hassen mich wieder alle. Das ist. Kannst du mal deine Klappe auf. Hallo? Ich glaube, gegen die kann man irgendwie unendlich schießen und irgendwie kommt dann immer Geld. Ich weiß es gar nicht mehr. Was ist jetzt hier drin? War das das mit den magnetischen Tränen? Wartet. Ich weiß es nicht, ich habe Angst. Ich will nicht Dinge aufsammeln, die mir wehtun. Ich will nicht, das war doch gerade. Enemies and Pickups are now magnetically attracted to Isaac Tears. Ja, das will ich nicht. Das will ich nicht. Das möchte ich nicht haben. Danke. Ja! Ah! Würmer! Ah! Kinder, das passiert, wenn man Regenwürmer sauer macht. Nicht in der Mitte durchschneiden, da lebt nicht die eine Hälfte weiter, das sieht nur so aus. Dann werden sie aggressiv und greifen euch im Keller von eurer Mutti an. Könnt ihr jetzt da noch in die andere Richtung gehen und gucken, ob da eventuell ein Shop ist. Die sehen doch schon ein bisschen geldgeil aus, ne? So schön die Plazenta geschmiert direkt ins Gesicht. Wie, ich krieg keinen Devil Deal, dann bin ich aber echt sauer. Ach, Scheiße. Das sind so langsam. YOLO! Oh Mann, ich könnte jetzt, ich mach das. Muss die ganze Scheiße nochmal machen.
Ripp. Wetten, jetzt werde ich getroffen. Wow. Ich habe das so schön gemacht, versteht ihr? Und jetzt... Ah! So tue ich sowas. Ah, so schnell. Ist nicht fair. Oh Gott, trau mich nicht. Ripp. 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 Die sagen auch schon Ripp die ganze Zeit. Nee, dich nehme ich diesmal nicht. Du bist scheiße. Ich weiß, wie ich heiße. Nicht die Bongo-Köpfe. Was wollt ihr von mir? Wow, schon wieder so ein fliegender Michael Jackson. Oh, das war schon wieder böse, ne? Das war schon wieder ja, ein paar der politisch unkorrekten Aussagen. Jetzt noch ein paar Witze über Lesben machen. Dann noch irgendwie was Schwulenfeindliches. Dann noch irgendwas Antifeministisches. Und dann noch witzig machen über irgendwelche Namen. Und dann also volle Packung highly offensive commentaries. Wow, 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 wow. Okay, alles gut. Ich krieg's hin. Ich krieg's. Ich hab's gedodged. Ich hab's gedodged. Ich hab Polizei. Getty, Getty, Getty. Ich wusste nicht, dass ihr das könnt. Ah, komm mir nicht zu nah. Ha, ha. Der hat mich angefurzt. Geh weg. Ist das eklig. Wo geht's hier hin? In den Opferraum. Alles. Ja, klar, natürlich. Ah! 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 Ah, Spinnen! Ah! Spinnen, meine absoluten Erzfeinde! Gib mir was Geiles. Dankeschön. Oh Gott, ich wäre fast da stehen geblieben, weil. Debil. Oder so. So, jetzt kommt jetzt hier. Nee, komm schon, irgendwas muss ich mal treffen. Ich habe so winzige Tränen, ich mach so gar keinen Schaden. Ich mach keinen Schaden, ich hab einen Schaden, das wissen sowieso alle. Ach richtig, ja, hier, ich habe auch keine Witze über Menschen mit Einschränkungen gemacht. Aber ich mache halt auch ungerne Witze über mich selbst. Ich bin halt sehr selbstkritisch und nie selbstironisch. Und hier oben ist noch was, faule Sau. Ne? Nein, nicht. Giant spiders and flies. Always could be nice. Hm, mehr Geld ist gut. Ich gebe da. Nee, Moment, ich steck hier Geld rein. La, 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 la. La, 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 la. Fünf halte ich übrig. Dann kann ich mir notfalls immer noch einen Schnüsel oder sowas kaufen. Ja, ihr Trolldinger hier alle, ey. Absolute Unverschämtheit ist das jetzt. Liegen sie da rum und tun so, als könnte man sie einsammeln. Wenn ich fliegen könnte, wäre das alles so viel besser. Aber das kann ich leider nicht. Unglaublich. Aber wahr, ich könnte nach Geheimräumen suchen, habe keine Lust. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Warum, warum? Das ist the worst case enemy ever mit so wenig Schaden. Aua, Vogel, mach ihn kaputt. Nee, nee. Oh, bin auch noch voll reingelatscht, ey. Gut, dass ich so viel Leben hab. Oh Gott. Alter, ich hasse den so sehr, ne? Oh Gottes Willen, ey. Wenigstens gibt's ein bisschen. Manni! Oh, ich hab das Auge nicht berührt, Mann! Alter, wenn ich jetzt gleich zu viel Schaden nehme, benutze ich das Hourglass. Alter, ich hab so viel Schaden genommen. Das geht so nicht. Das kann ich euch ja nicht liefern. Das ist ja kein Top-Qualitäts-Gameplay. Der kriegt ja jeder Plack, wenn er das sieht. Ist ja widerlich. Schrekelig. Hier. So, wenn das nochmal passiert, kann ich immer noch, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich überlege, ob ich ein bisschen wegbombe. Könnte hier der Geheimraum sein? Nein, glaube auch, geht gar nicht oder so. Ich weiß es doch nicht. Oh, wir machen so wenig Schaden. Oh, wir machen so wenig Schaden. Hallo, mein Freund Blase. Und den Vogel. Eigentlich müssen wir auf jeden Fall einmal Schaden nehmen, wegen Vogel. Früher oder später wird das sowieso passieren, dass wir mal Schaden nehmen. Alter. Ah, sag ich doch. This is my Pipi. Alter, der Dude, ne, der geht so ein voll auf den Piss. Auf den... Mann, ich hab's doch gesehen, dass das diagonal da ankam. Ich habe doch gesehen. Nein! Was zum Henker? Ich hätte das auch. Ich hätte das weiter nicht resetten müssen.
Ach Mann, jetzt bin ich wieder genauso weit wie vorher. Und diese scheiß Augen! Schau mir in die Augen, Kleine. Yeah. Ich renne aber auch mal zielstrebig drauf zu, ne? So, seht ihr, wie gut ich das kann? Bitte, jetzt, bitte, 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 mach das. Hör auf. Geh weg, 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 geh weg. Das Auge! Nein! Mehr Augen! Jetzt mach weg! Kein Devil Deal. Ich hab kein Devil Deal gekriegt. Aha, schau mal. Das ist aber nicht schön. Scheißen Dreck, ey. Geh ich mal runter. Mann, oh. Nicht so viel Geld an die Maschine gepackt. Uka-chaka, Uka-chaka, Arcade, 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 Arcade. Wisst ihr was? Ich kack da jetzt drauf. Ich kack da drauf. Egal. Ich will gar keine Devil Deals. Wozu auch? Hab so eine Maschine hier. Einmal noch, dann kann ich mal die Plazenta notfalls irgendwas machen. Ich müsste das Item mitnehmen, dann kriege ich mehr rote Herzen gedroppt. Und dann kann unser Bum-Friend hier aufheben. Was ist das für eine Pille? Das ist ja jetzt praktisch. Ja. Damit kann ich arbeiten. Sehr gut. Hier kann ich mich notfalls immer wieder verletzen. So, dann machen wir jetzt wenigstens ein bisschen mehr Damage. Ja, das ist doch schon. Damit kann man doch was anfangen. Stopp. Oh Gott, ich bin reingelaufen. Ich fasse es einfach. Nein! Nein! Das akzeptiere ich nicht! Wenn ich jetzt nochmal Schaden nehme, dann ist das akzeptabel. Aber so doch nicht. Das ist doch peinlich. Das ist doch... Das geht doch nicht. Hier, nimm dir den. Es gibt mir da was Schönes. Danke. Oh, du willst Schlüssel? Hier, da ist ein Schlüssel. Damit kann man auch manche Türen öffnen. Front to the end. Toll. Super. Großartig. Muss gleich mir schon wieder Aua machen, weil die blöde Plazenta schon wieder regeneriert hat und wir dann gleich keinen Scheiße Schaden mehr machen. Ich. Also Traumdodges, oder? Ich meine, Leute, das sind Traumdodge-Skills, oder? Hallo? Beste Dodge-Skills im Spiel? Hallo? Wer hat die? Ich? Ah? Ah? Ja, das haben wir gerade bei Pi gesehen. Ja, das ist wunderschön, hast du da gedodged. Oh, holy shot. Holy shit. Das ist gut. Was machst du hier? Komisch aussehendes Fass. Ist da drüben etwa der Geheimraum? Kann ich dich überreden? Lol. Überreden, dich da zu sprengen, wo ich das will? Geh mal wieder an die Wand ran. Gehst du an die Wand ran? Nein. Blöde Plazenta, ey. Wobei, auf der einen Seite kriegen wir jetzt dann die ganze Zeit lang Geld dadurch. Zumindest so lange, bis der Blutspendeautomat kaputt geht. Vielleicht hat der Blutspendeautomat dann dieses Blutspende-Item drin, mit dem ich mir jedes Mal wieder die Herzen wegnehmen kann. Was natürlich praktisch wäre. Aber so kann ich mir auch einfach erstmal Geld holen. Habe ich auch kein Problem mit. Bomben. Spenden. Meine Feinde spinnen. Eliminieren. Oh, schön, eine Batterie. Batterie ist gut. Hallöchen. Das gucke ich doch mal. Das ist jetzt tatsächlich... Dafür nicht. Dafür nicht. Dafür mache ich das nicht. Toll. Ist ja auch ein wunderschöner Raum, das auch. Holy Shots. Holy Shots. Ja, das kannst du holen. Das ist gut. Bumfriend ist gleich wie... Oh, mein Herz, darf ich dir das herausreißen? Junger Freund. Oh, diese Holy Shots sind einfach... Ach, das macht so einen Spaß. Nur dafür. Okay. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir müssen dann nach unten. Komm, eine Bombe kann man ja nochmal opfern. Hä? Nee. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gehen wir auch einfach. So, dann mache ich euch platt. So, hier ein paar Holy Shots. Raushauen zufällig. So, ein, zwei. Nee, hier so. Hier jetzt. Da, komm, hier einer. Ich sehe doch, es will doch leuchten. Ich sehe es doch. Es will leuchten. Nee. Nix.
Aber dafür ein Schlüssel. Die Sisuki. Ja, Vorsicht. Da hat's geholied. Holy shot. Headshot. So, was haben wir jetzt hier? Wahrscheinlich kein Shop, sondern Greed oder sowas. Oh doch, es ist ein Shop. Und jetzt können wir mehr Karten tragen. Und wir bekommen eine Devil-Karte. Und bessere Pillen. Das bringt uns jetzt gar nichts. Weil wir jetzt immerhin nur mit Karten etwas anfangen können. Zack, so. Cute, was haben wir hier? Ach, nicht doch. Oh Gott, da ist eine dicke hier. Oh, die habe ich weggeholt. Oh, die schön hier. Oh, der Dick. Nein, die sterben ja. Aua. Die sterben ja auch alle gar nicht wirklich. Die respawnen ja wieder. Das ist ja das Witzige daran. Und dann machen sie den nächsten Isaac-Spieler fertig. Irgendwann gewinnt immer mal einer, ne? Muss man ja ausprobieren hier. Der Knockback von den Dingern ist ja nicht so knapp, du. So. Ne? Ja, das ist ja schon mal. Das ist eine gute Ausbeute. Auch Würmer. Da muss ich mir nicht so große Mühe geben. Dann zwar die diagonalen Würmer. Aber die sind irgendwie noch angenehmer als die nicht-diagonalen Würmer. Genau, Halli, die heißen auch nicht-diagonale Würmer. Und nicht irgendwie so Senkrechtwurm und Waagerechtwurm, sondern... Genau, gibt mir noch mehr Leben. Ist doch, ach, war doch klar, dass das Krampus ist. War doch klar, dass das Krampinchen ist. Alter, ich muss mal ein bisschen mehr Damage machen. So. Verschwinde aus meiner Existenz. Und jetzt gibst du... Klar, Krampus Head. Nee, dann nehme ich immer meinen Turnback mit. Ich werde jetzt nicht noch mehr Leben einsammeln. Was ist denn das überhaupt für ein verkackter Raum? Soll ich mir noch andere Dinge angucken? Nee, ne? Ich werde auch nicht rid of my red hearts. Mann. Wenigstens sind wir noch auf Devil Deal. Wir haben noch die Chance, die roten Herzen wieder... Ach, was ist das denn los? Oh, was von Guppy? Oh, zwei Guppy-Items. Ja, Mensch, ne? Nehm ich! Nehm ich! Aua! Zwei Guppy-Items sind besser als keine Guppy-Items. Jetzt brauchen wir noch ein drittes und dann sind wir Guppy. Nö, nee, es ist Muddy. Muddy ist Patschehähnchen. Warte, eine kommt nochmal. Door. Oh, Kacke, wir haben regeneriert. Ich brauch dringend, muss mir wieder irgendwas, muss ich wieder kaputt machen. Ja, geht doch mal weg da. Ihr Hirnis. Haha, Hirnis. Versteht ihr, weil wegen... Hey! Hat er mir das einfach weggeschubst. Alles klar. Okay, was ist hier? Oh! Ich... Ja, ich und explodieren da, ne? Guppy? Nee. Das trollt mich jetzt. Das. Aber wir gehen ja sowieso nach unten, also haben wir immer noch die Chance, ein Guppy-Item aus irgendwie so einer Truhe zu ziehen. Aua. Weiß nicht jetzt. Oh Gott. So, die Dinger werden so ein bisschen aggressiv manchmal. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn die so spontan aggressiv, weißt du, so vorher nix und dann plötzlich. Alter, wie ich einen Holy Shot aber daneben. Sie haben jeden Holy Shot daneben. Hier, geht doch einmal. Komm. Och, komm. Och, komm, die hat doch fast getroffen. Eine Bombe. Du spuckst mir wieder ein Herzchen aus. Och, scheiß Plazenta. Toll, jetzt sind wir wieder schwach as shit. Au. Nee, wir haben ja noch Vogel. Vogel macht ja auch Schaden. Und wenn ich mal mit dem Holy Shot treffen würde, könnte ich auch damit Schaden machen. Theoretisch. Bisschen. Ein wenig. Manchmal. Dankeschön. Für gar nichts. Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Toll. Kann das ja richtig gut mit dem Dodgen gerade. Aber ich habe auch gerade drüber nachgedacht, wo ich bin. Und das hat mich abgelenkt. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Nee. Oh, Guppy? Nein. Der klappt. Oh, von der Wir sind das aufgesammelt. Ich habe mich jetzt auch noch aufgejammelt. Oh, das ist Greed. Toll. Och, Mann. Ich lasse mich auch von allem treffen heute wirklich. Schon wieder. Nee. Brauche ich nicht. Muss ich mir nicht geben lassen. Ich. Ich hab auch meinen Stolz. Okay, wir kamen hierher. Ja, so komische Saugnippel. Dann müssen nix. Oh, crap. Oh, crap. Oh, Gott.
Na komm. Ach man, ich die mal daneben semmle. Gapi? Nein. Ja, danke schön, mein little bum friend. Carry me home. Nicht darüber, ja. Ich will nicht die Chance, Gabi zu kriegen vom Vergeuden. Nimm dir das da und das da. Das hat sich jetzt weder für die Bombe noch für irgendwas gelohnt. Da gehe ich wieder. Oh, 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 oh. Bumfriend kann ich jetzt nicht darüber schicken, ne? Ja, gut. Der klappen können. Hey, der Holy Shot hat getroffen. Leute, ich habe sie kaputt gemacht. Ey, ich habe den gar nicht gesehen. Boah. Holy. Schon wieder Holy. Mehr Holys bitte. Yes. Yes, Mann. Kommt schon. Leuchtende Tränen und Flüssigkeiten. Sehr gut. Der Teufel. Tja, da habe ich jetzt einen Sticky Friend. Mensch, immer mehr Freunde, die an mir kleben. Das wäre so geil, wenn wir Guppy werden würden, weil wir haben doch Giant Spiders and Giant Flies. Das Item. Das wäre so richtig Hammer. Ach, geht. Geschwüre mit Maden drin. Das ist nicht so cool. Oh, und dieses Random Sloan von dem Gisch, das ist jetzt auch total schwierig zu kontrollieren. Man weiß jetzt halt nicht, wann dann der Slow-Effekt kommt und wann nicht. Und man kann sich nicht auf den verlassen. Aha, okay, dann können wir einfach gehen. Können dann einfach gehen. Ich wäre dafür, dass wir dann einfach weitergehen. Hoffen, Devil Deal zu kriegen. Hoffen, Guppy zu werden. Weil so viele Items gibt es ja gar nicht mehr, um Guppy zu werden. Ne? Die Paw wäre jetzt noch cool. Ach, apropos Gisch. Hi, na? Wie Gisch ist uns denn heute? Nee, das war jetzt nicht so witzig und amüsant. Daneben. So. Das Einzige, womit wir Schaden machen, ist auch wirklich unser Holy Shot. Und er macht auch seinen kleinen Kollegen noch ein bisschen Damage. Das ist doch auch schön. Ups. Dann ausweichen. Alter, wir sind so schwach. Guckt euch denn da den... Oh, scheiß Plazenta. Ja, mach deine Kollegen ruhig fertig. Stört mich nicht hier. Ein schöner Holy Shot direkt ins Gesicht. So, das... Vogel! Vogel, mach ihm Aua! Vogel, mach ihn kaputt! So, wunderbar. Vogel, mach ihn jetzt. Komm schon. Vogel, gib's ihm richtig. Komm schon. Ja, das ist Binding of Isaac, das Spiel, in dem man neben Guild Wars 2 halt einfach auch Gegner kaputt vögeln kann. Sowieso hier Evil ab. Finde ich gut. Ein paar Bomben mehr. Sehr gut. Und jetzt... Oh, wir sind Guppy. Wir sind Guppy, 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 Guppy. Wir sind Guppy. Und wir haben noch den Dagger. Woohoo! Yeah! I'll swing you right round, baby, right round. Baby. Yeah. Nächste Stage. Mutti vom Fernseher. I don't care. Curse of the Unknown. I don't care. Eat my flies. Eat my everything. Eat my cat food. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Komm, mach mal so platt. Jetzt den da. Die fliegen. Die fliegen. Yes. Machen wir euch auch noch fertig. Komm schon. Was gibt jetzt hier Feines? Ganz viel Zeug. Wir müssen noch ein rotes Herz loswerden, ne? Ein rotes Herz müssen wir noch loswerden. Er wäre lol. Ja, so viel. Also wir machen ja schon viel Schaden, dank dem Fliegen halt. Ich glaube, der Run könnte etwas werden. Wir sind a little bit slow. Aber der Run could be something. It could be something. Ja, geh weg. Was gibt es hier jetzt Schönes? Ah. Auf Wiedersehen. Geh weg. Oh, das ist ein transzendentes Arschloch. Oh. Der hat mich auch prompt getroffen. Einfach von jemandem. Warum wollen die mir immer diese Seite andrehen? Immer wieder diese Seite. Immer wieder. Immer wieder und immer wieder. Und jetzt muss die weg. Die Kacke muss weg. Und Scheiß. Oh, warst du nicht kacke? Das Item war, glaube ich, blöd. Das war... Gives you a different tier effect with every tier that you fire. Anti-Gravity got it. Jede Träne wird anders. Every tier effect with every tier you fire.
Oh, ist mir egal, YOLO. Rainbow Effect. Lol. Warum nicht? Ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Hast. Oh, ist nehm ich. Das ist witzig. Da weiß man nie, was passiert, wenn meine Tränen fliegen. Wieso wollt ihr, dass ich dir mitnehme? Nein! Nein, ich weigere mich. Ich weigere. Aua. Hallo, Mori. Zack, 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 zack. Ha! Hallo, Mori. Zack, 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 zack. Zack. Hui. Jetzt muss ich den nach unten nehmen. Wir müssen nach unten. Wir müssen ins Negativ. Wir brauchen die negative Ebene. Die Förderung der positive Energie. Also Power, 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 Power. Power, Power. Ach, kann er fliegen? Aha, ich kann ja fliegen. Aua. Alter. Nicht nett. Nicht nett. Kein netter Nippelraum. Kein netter Raum. Nein. Die Lasermumus haben uns nicht getroffen. Oh, goldene Scheiße. Wells of Wells brauchen wir nicht mehr. Ach, ich gehe wieder. Also, nee, ich finde, das hier ist immer noch sinnvoller. Das ist immer noch sinnvoller und so. Oh, hier ist ja richtig was. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Die Träneneffekte sind so unterschiedlich teilweise, dass man nicht... Lol. Wie schlecht. Wie schlecht. Das ist nicht gut. Wir nehmen viel zu viel Schaden. Wir nehmen viel zu viel... Lol. Shrinkshots sind einfach großartig. Jetzt kannst du den mal weg. Danke. Das ist Faith Up. Das geht. Das kann man machen. Companionship. Spinnen. Geil. Geld. Und Spinnen. Oh Gott, die können ja schießen. Ich hätte jetzt irgendwie ganz übersehen, dass die schießen können. Oh, okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Wir haben wieder ein bisschen mehr Leben dazu gewonnen. Wenn ich jetzt hier Schaden nehme, will ich hier wieder raus. Aber ansonsten ist das ein netter Raum, wo wir vielleicht noch was kriegen. Ach, jede Menge Bomben. Mann, sind wir kacken langsam jetzt. Das ist mir ein viel zu langsamer Wump. Alter. Ich gucke erst, was es hier unten gibt. Das gefällt mir schon besser. Kommen wir hier lang. Nein, du nippelst mich nicht an. Was gibt's hier Schönes? Einen Schlüssel. Hier ist so ein Laser-Augenraum. Das geht hier auch noch. Vielleicht ist das ja sogar der richtige Weg. Bei meinem Glück nicht. Na komm, mach den da weg da. Ich weiß auch nicht, warum ich hier noch alles prinzipiell mitnehme. Ist das der richtige Weg hier? Oh Gott. Der hier schießt. Ich vergesse immer, dass die auch schießen können. Und dann rase ich immer in die rein. Keine Schlüssel mehr. Das war nicht der richtige Weg. Ich bin dann mal wieder weg. Lalalala. Ach Mensch. Auf einmal, ja? Ah, Shrinkshots. Was bist du? The Joker. Kann man mal mitnehmen. Aua. Nicht treffen lassen, weil inkompetent. So. Ja, ihr könnt ruhig, macht ruhig, ist okay. Lol. Okay, ich werde mein letztes Herzchen hier noch los, dann sind wir cool jetzt. Dann sind wir wesentlich stärker und können gehen. Alles Klärchen, alles Klärchen. Weiter geht's. The Curse of the Unknown. Ja, ist ja... Ich bin entzückt. Huch, wo ist das Auge denn daher gekommen? Ach, nö. Das kostet mich alles unnötig Zeit.
Nicht, dass ich eigentlich irgendwie versuchen will, irgendwo besonders schnell anzulanden. Oh, wenn da jetzt kein Herz rauskommt und der Typ mir eins geben kann, dann... Oh Mann! Dann rerollen wir das und gehen erstmal da lang. Rerollt das eigentlich auch die Zeit? Ich weiß es nicht. Eine Trollbombe. Kann da bleiben. Das war natürlich alles nicht richtig. Mein Freundchen hier muss sich jetzt leider auch dazu entscheiden zu gehen. Wie war das noch hier oben? Ach, guck mal. Ist ja süß. Komm. Ach nee, da kriege ich mehr Bomben. Das ist okay. Es waren natürlich alles die falschen Wege. Natürlich. Wow, da habe ich fast reingelatscht. Das ist gut. Na, das ist... Alter. Du bist ja wohl ein richtiger Penner hier. Lol, ich habe mich selber getroffen damit, wirklich. Wirklich? Wirklich? Das ist wirklich passiert? Ich jetzt von dir... Nee? Nee? Nicht nochmal? Nee? Nee, wirklich nicht? Pisser. Nein, ich will die nicht einsammeln. Okay. Wie war das? Mich nicht treffen lassen war das. Ich wollte mich nicht treffen lassen. Alles gut, haben wir geschafft. Du gibst... Jetzt gibst du mir aber keine Spinne, ne? Ja, danke schön. Ach, verkehrte Seite. So... Oh, das ist ja entzückend. Meine Lieblingsgegner. Mensch. In kleiner Hybridform. Oh, das ist okay. Das kannst du mir mitbringen. Was willst du denn jetzt da? Lässt du das? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich mag diese Curses nicht, wo man nichts sieht. Ich habe eh keinen Schlüssel. Ihr könnt mich alle mal... Oh. Naja, theoretisch schon. Ich will jetzt hier einfach nur noch raus. Ich bin jetzt ungeduldig. Ich will sehen, ob wir... War Hasch nicht irgendwie 45 Minuten? Oder sind wir da schon... Oder war das 30 Minuten Hasch? Ich weiß es nicht. Deswegen überlege ich gerade. Weil der fehlte mir ja, glaube ich, auch noch. Ansonsten kann man den halt auch immer machen. Ne? Ist halt nett, wenn man kann. Es lebt nicht mehr lange. So... Fliegen machen das Übrige. Schade. Nee, wir können nur... Wir können nicht. Das war nicht... Das war zu langsam. Viel zu langsam. Viel, viel zu langsam. Curse of the Maze! Yay! So was! Schön, wenn die hier gleich so am Anfang stehen. Also das wird man gleich richtig begrüßt. So, guck mal, ich hab da was für dich. Ernsthaft. Doppeljoker. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, ja doch. Das kann man mal mitnehmen. Auf Wiedersehen. Uga-chaka, uga-uga, uga-chaka, uga-uga, uga-chaka. Ach, kommt schon. Mach's nicht so kompliziert. Auch nicht, geh weg. Nee, ich nicht Türchen. Ah. Achso, das bringt ja nichts. Hier, guck mal, ein Messer. Ach ja, richtig, Curse of the Matze. Alter, ich mag euch nicht. Geht weg. Spürt die Macht der ultimativen Killor-Fliegen. Danke fürs Geld. Auf Wiedersehen. Das. Ich hoffe einfach nicht, dass ich durch zwei große Räume durch... Pff, GG. Hab ich gut gemacht. Hab ich gut gemacht. Hab ich gut gemacht. Das habe ich gut gemacht. Hallo, Satan. Satanius Sataniel. So, ihr macht jetzt mal einen Abgang hier, habe ich gehört. Nee. Guten Tag. Aua. Ich erinnere mich, das machtest du immer. Ja, ja. Hier hast du meinen Decker ins Gesicht. So, jetzt kommt er mit seinen dicken, fetten, flügelnden Hufen. Oh. Oh nein. Sowas Blödes. Ich wurde getroffen. Schon wieder. Das ist doch nicht zu fassen. Wie schlecht kann man dann sein? Weiter geht's. Max! Hey, du hättest nochmal rerollen können und dann hättest du gucken können, ob du diesmal nicht getroffen wirst. Ach, ist mir egal. Lol, was soll ich werden? Super Guppy? Ich hab alle Guppy-Items, die es wo gibt.
Ja, aber das Spiegelbaby und das ist alles voll geil, aber voll wenig Leben und so. Das mache ich nicht. Oh, Pandoras Box. Was kriegt man im Wump von Pandoras Box? Gar nichts. Oh, naja, gut, wenigstens kriegen wir noch ein paar blaue Dinger. Oh, nicht du, eklige, widerwärtige Kreatur aus der Hölle. Wortwörtlich, weil wir hier in der Hölle sind. Oh, großartig. Ach nee, nicht die Laserdinger. Was gibt's hier Schönes? Oh, Dead Sea Scrolls. Kann man hier was sprengen? Kriegt man dafür ein Herzchen? Nein? Gut, natürlich bin ich mal wieder in alle Sackgassen gelaufen, die existieren. Hatte ich ja auch nicht anders vor. Was gibt's hier Schönes? Bist du Säumilk? Ist das Säumilk? Ruinieren wir uns dann den Run mit Säumilk? Jo, bestimmt. Lol. Und unsere Viecher sind halt immer noch mega stark. Ist mir deswegen ein bisschen egal. Also jetzt schießen wir auch noch so Zähne. So, aua. Weil halt einfach immer noch unsere Fliegen so super stark sind, ist das, aua, total egal. Ist aber gleich nicht mehr egal hier, wenn ich so auf die Fresse kriege. Oh, was wollt ihr denn hier? Ihr bombt mir ins Gesicht. Das ist so süß, diese niedlichen, kleinen, niedlichen Pennies. Aua. Das wird jetzt nicht nett. Los, Vogel, gib's ihm! Mhm, da sehe ich jetzt die Geheimräume. Schön. Oh, der ist direkt hier. Ach, das ist ein Scherz. Mach den da weg, komm. Mach den weg, mach den jetzt weg. Mach den weg, danke. Toller Geheimraum. Voll gelohnt. Oh Gott, ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Aua. Direkt unter mir, ey, das ist so... Das ist so nicht nett. Das hast du jetzt davon. Spüre die Power der Fliegen. Du, dich mag ich auch nicht. Dich mag ich auch nicht. Oh, Wafer. Damage Resistance. Okay, die nehme ich. Akzeptiert. Was wolltet ihr denn? Superaktive Sprengdinger. Also ab und zu kriege ich auch so Epic-Hack-Tränen. Kann das sein? Hä? Die kommen gar nicht richtig an. Huch. Hui. Nix. Wow, 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 wow. Anusse mit Augen und Lasern. Wieso lässt man sich denn in seinen Anus ein Auge einbauen? Das ist doch voll abartig. Oh, shit. Ich mag euch nicht. Aua. 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 Ich war nicht nett. Hallo. Immer noch nicht. Das Angebot ist ja gut, aber immer noch nicht, bitte. Oh, hier, guck mal. Da sind wir doch schon. Da können wir mal die Lampe kaputt machen. Das ist gut. Das ist schön. Ach, du Scheiße. Hier noch irgendwas Geiles. Oh, toll. Da gibt's Money. Klappt das? Oh Gott, da geht's Bumfriend. Geht jetzt los. Oh, oh, ja, ja. Oh, oh, ja, ja. Er guckt ja gar nicht glücklich. Hallo, das ist jetzt hier der Craigasm-Raum. Gib her. Gib all den guten Shit. Gib all den guten Shit. Jo, jetzt gehe ich aber nochmal gucken, was Schönes da unten ist. Ah ja, das ist ja auch ein Traum von Gegnern. Na, na, könnt ihr überhaupt was gegen meine Fliegen tun, ha? Nope. Okay, na gut. Dann gehen wir jetzt mit fast vollem Leben die Lampe kaputt machen. Ja, das ist cool. Kann man nicht anders sagen. Mit Säumilk zusammen ist... Uah! Seit wann macht ihr das denn? Ah! Nicht supporten hier. Ich wahrscheinlich ja mit Magnetic Tears oder sowas. Keine Ahnung. Yay! We did it! Woohoo! Tschüss! Ach, nice! Ach, war das mal wieder schön. Ein erfolgreicher Isaac Run. Hat ja ein bisschen gedauert, war ein bisschen langsam. Dabei habe ich versucht, zum Ende noch so ein bisschen durchzurushen, aber es hat halt einfach nicht sollen sein. Isaac is missing. Und seine Mutti guckt da hinten so schön, du. Habe ich jetzt damit irgendwas freigeschaltet oder hätte ich das gar nicht machen müssen?
Doch, habe ich jetzt. Ist jetzt das Ding ist da. Der Button ist da, dass ich da Dinge gemacht habe. Jetzt muss ich nur noch Mega Stanley machen. Wir hätten ja vielleicht ein bisschen Game breaken können oder das und Hasch mit ihr. Aber hey, wir sind schon mal unten. Hey, mit dem Sohn auch unter mit euch überhaupt. Und hey, ich bin auch gar nicht weit und wir sehen uns das nächste Mal. Hey, Binding of Isaac. Yay!